eine 25 cm lange Kupferspule mit einem Durchmesser von 10 cm und einem Drahtquerschnitt von 2,5 Quadratmillimeter unterlegt einer Spannung von 10 Volt. Berechne die magnetische Feldstärke im Innern dieser Spule, die einen Eisenkern enthält, wenn die Permeabilität des Eisens 8 Pi mal 10 hoch minus 5 Teslameter pro Ampere und der spezifische Widerstand des Kupfers 1,6 mal 10 hoch minus 8 Ohmmeter betragen. Hier ein Modell von solch einer Spule. Und hier die Angaben. Diese Länge groß L der Spule beträgt 25 cm, also 0,25 Meter. Der Durchmesser der Spule, groß D, beträgt 10 cm, das heißt 0,1 Meter. Der Querschnitt von diesem Kupferdraht hat als Flächeninhalt groß A 2,5 Quadratmillimeter, also 2,5 mal 10 hoch minus 6 Quadratmeter. Wir wissen, dass die Spannung U gleich 10 Volt ist. Man gibt auch die Permeabilität des Eisens an. Sie beträgt 8 Pi mal 10 hoch minus 5 Teslameter auf Ampere. Und angegeben wird auch der spezifische Widerstand vom Kupfer, die Resistivität des Kupfers. Sie beträgt 1,6 mal 10 hoch minus 8 Ohmmeter. Gefragt wird die magnetische Feldstärke im Innern der Spule und diese Feldstärke groß B drücken wir in Tesla aus. Um sie herauszufinden, nutzen wir zuerst diese Formel B, magnetische Feldstärke im Innern der Spule, ist gleich zu μ mal I mal N auf groß L. Wir kennen μ und wir kennen groß L, aber wir kennen weder I noch N. I, die Stromstärke, kann bestimmt werden durch das Ohmsche Gesetz U gleich R mal I, aus dem wir schließen, dass I gleich ist zu U geteilt durch R. Also setzen wir hier für I U auf R ein. Somit finden wir als B dieses Produkt. Hier haben wir den Widerstand groß R des Leiters, den wir nicht kennen. Aber da hier die Resistivität, der spezifische Widerstand von Kupfer angegeben wird, werden wir das Gesetz von Pouillet einsetzen. Der Widerstand ist gleich zu Rho mal Länge kleine L des Leiters geteilt durch Querschnittsflächeninhalt groß A. Und somit wird unsere Formel zu dieser, also zu dieser. Wir kennen μ, wir kennen U, N kennen wir nicht, wir kennen A, wir kennen Rho und groß L, klein L nicht. Aber klein L, das ist die Länge des Leiters. Also können wir klein L herausfinden durch Umfang von einer Schleife mal die Anzahl Schleifen. Da eine Schleife einen Kreis bildet, können wir eine Schleifenlänge berechnen als Umfang des Kreises, also Pi mal Durchmesser. Somit wird klein L zu Pi mal Durchmesser mal Anzahl Schleifen. Jetzt setzen wir diese zwei Formeln zusammen und das führt dann zu B gleich μ mal U mal N mal A auf Rho mal Pi mal D mal N mal groß L. Und hier sehen wir, dass wir die Anzahl Windungen der Spule nicht brauchen, denn diese zwei Ns kürzen sich weg. Jetzt ersetzen wir
μ durch 8 Pi mal 10 hoch minus 5, U durch 10, A durch 2,5 mal 10 hoch minus 6, Rho durch 1,6 mal 10 hoch minus 8, D durch 0,1 und Groß L durch 0,25. Also so. Und dieses Produkt ergibt genau 5. Die magnetische Feldstärke Groß B im Innern dieser Spule beträgt also 5 Tesla.